Menschen. Wir fordern uneingeschränkt keine einseitigen Handlungen, die sich gegen Syrien richtet. Ächtung jeder militärischen Hilfe für die bewaffneten, bezahlten Söldner in Syrien. Ächtung des teuflischen Regimes in Saudi-Arabien. Allahu Akbar! Stellungnahme beziehen, die auf Objektivität beruht. Gerade vorgestern töteten diese selbsternannten Rebellen durch Bombenattentate Dutzende von unschuldigen Zivilisten in Syrien. Können wir da tatenlos zusehen? Nein und nochmals nein. Es gilt, jetzt unter allen Umständen Frieden und Ruhe in Syrien zu fordern. Wenn wir jetzt nichts sagen, haben wir uns mitschuldig gemacht. Die deutsche Bevölkerung hat ein Recht darauf, die Wahrheit zu hören. Das militärische Vorgehen gegen Syrien widerspricht internationalen Gesetzen. Ich meine, die machen ihre Gesetze selber, sie verstoßen sowieso immer gegen ihre eigenen Gesetze. Wo kommen wir denn hin, wenn jedes Land, welches nicht ihrem demokratischen Verständnis, also dem Verständnis Amerikas, Israel und so weiter entspricht, angegriffen wird? Zum Schluss ein Beispiel für die offenkundige Doppelmoral der US-Regierung. In Bahrain werden die berechtigten Aufstände der absoluten Mehrheit gegen das Regime finanziell und militärisch von Saudi-Arabien unterstützt. Jawohl, sogar fremde Armeen gegen Protest, gegen die meist jungen Aufständischen vor. Die USA und alle westlichen Regierungen schweigen darüber. Kaum jemand darf davon erfahren. In Syrien aber werden die politisch beeinflussten Rebellen mit genau denselben Methoden unterstützt und die Medien fordern im Sinne Amerikas und ihrer Verbündeten einen gezielten Medienkrieg, der natürlich der hier nicht wissenden Bevölkerung durchaus Wirkung bringt. Diese Ungerechtigkeit gilt es einmal zu gebieten. Genau darum sind wir hier. Und den Medien hier in Deutschland und anderswo Parole zu bieten und sie als Handlanger von Lügen anzupeuern und um die deutsche Bevölkerung, aber auch den hier lebenden Muslimen zu verdeutlichen, was Amerika, was Israel, was der Zionismus von Demokratie und Menschenrechten hält. Nichts! Ihre Worte sind Lügen. Man kann und darf ihnen nicht vertrauen. Dieses im Mantel der Gerechtigkeit ungerechte Verhalten entspricht dem Wesen des amerikanischen Systems. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, es geht den westlichen Mächten bei dem Thema Syrien nicht um Religionen, nicht um Freiheit, schon gar nicht um Gerechtigkeit. Moment! Bin gleich fertig! Es geht ihnen alleine um die Fortsetzung des unberechtigten Daseins des zionistischen Regimes auf palästinensischem Boden. Wie kommt es, dass diktatorische Regime wie in Bahrain, in Saudi-Arabien und Katar von den NATO-Staaten massiv unterstützt werden, auch wenn sie ihre eigene Bevölkerung militärisch bekämpfen? Aber auf der anderen Seite die Regierung von Assad, die man im schlimmsten Fall als autoritär bezeichnen kann, aber die in den letzten Monaten vom größten Teil der syrischen Gesellschaft mitgetragen wurde, die auch neue Reformen durchgesetzt hat, mit allen verbrecherischen Mitteln bekämpft hat. In Syrien geht es nicht um eine Opposition, sondern um terroristische Gruppen, die von Saudi-Arabien, der Türkei und der NATO bewaffnet und unterstützt werden. Allahu Akbar!
Syrien spielt eine wichtige Rolle, eine Schlüsselrolle bei dem Widerstand gegen den gesamten Imperialismus und wird deswegen mit allen verbrecherischen Mitteln bekämpft. Noch eins, lasst uns zusammenhalten und nicht durch Uneinigkeit untereinander die wirklichen Feinde stärken. Ich danke Ihnen und wünsche viel Erfolg. Syrien sei frei sein! Freiheit für Syrien! Das Volk will Bashar al-Assad! 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 Wir wollen nur Bashar! Wir wollen nur Bashar! Sehr verehrte Gäste, ich begrüße euch alle im Namen unserer türkischen Freunde, die hier euch und Bashar al-Assad unterstützen. Ich begrüße die Enkelkinder von Ibn Haldun, die Enkelkinder von Tawabi.